es auch um Musik, aber eine etwas andere Richtung. Sie können ja im Münsterland auf dem Weg zur Arbeit nicht nur im eigenen Auto, sondern teilweise auch im Bus Radio hören, und zwar WDR 2. Und jetzt gibt es zusätzlich auch noch Musik von einer CD. Damit will man Bands aus der Region unterstützen. Die beste Nachwuchsband aus dem Münsterland hat man also gesucht, und es ist die Gruppe Couch Gott. Die stellen wir jetzt vor und verraten Ihnen auch, warum die wohl um Himmels Willen so heißen. Couchgott, das könnte der Schutzpatron der Müßiggänger sein oder ein begabter Möbeldesigner. Der Name klingt, hat aber eigentlich keinen tieferen Sinn. Couchgott sind fünf deutsche Rocker aus Münster. Seit 1998 gibt es sie als Band. In dieser Zeit haben sie sich Schritt für Schritt vorgearbeitet, auf dem Weg zu einer eigenständigen Musikmarke. Nach Achtungserfolgen bei verschiedenen Musikfestivals haben sich Couchgott jetzt einmal ganz an die Spitze gespielt. Als beste Nachwuchsband im Münsterland. Veranstaltet wurde dieser Wettbewerb von der Busgesellschaft Regionalverkehr Münsterland. Die Auswahl besorgte eine Runde gestandener Musikexperten. Einer davon der WDR-Radiomoderator Matthias Bongard. Wir waren eine siebenköpfige Jury, hatten über 70 CDs, die wir hören konnten. Und ich dachte, wenn sieben Leute über 70 CDs diskutieren, brauchen wir sieben Wochen. Aber verrückterweise haben wir uns alle an einen Tisch gesetzt und jeder hat vorab schon mal gesagt, ich hätte doch schon so einen Favoriten. Und ich dachte, ja, jetzt haben wir es wahrscheinlich sieben unterschiedliche. Aber Couchgott war für alle gleich der oder einer der Aspiranten, die wir ganz oben aufs Podest hieven wollten. Und so waren wir uns schnell einig, die sind's. Es fielen Begriffe wie innovativ, deutsche Texte, fernab jeglicher Peinlichkeitsgrenzen, nicht zu hart, nicht zu weich gespült, Potenzial und. Und deswegen wurde gar nicht lange diskutiert. Und so zielstrebig wie die Preisrichter machen sich auch Couchgott ans Werk, um ihrem Ruf als münsterländischer Spitzenband gerecht zu werden. Bis zu 10 Stunden täglich feilen sie an neuem Material und an ihren Fähigkeiten als Liveband. Der Aufstieg zur bundesweit beachteten Rockformation. In diesem Jahr soll es damit endlich etwas werden. Nach einigen bandinternen Umbesetzungen fühlen sich die Couchgötter bereit dafür. Jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir echt eine gute Band haben, auch zusammenwachsen. Und wir versuchen halt jetzt gemeinsam uns als Band zu entwickeln und gemeinsam eine Vision zu verfolgen und dann auch wirklich zugespitzt dann unser Ziel zu erreichen. Also ich würde sagen, im Moment sind wir auf einem sehr guten Weg. Die dritte CD 3000 Lux ist gerade auf dem Markt. Und im September wollen Couchgott auf Tour gehen. Raus auf die Bühnen der Republik. Testen, ob sie mit ihrem trotzigen Tonfall weiter den Nerv treffen. Man kann es trotzig nennen, ich würde es einfach selbstbewusst nennen. Ich würde es Rock'n'Roll nennen. Also eine gewisse Grundhaltung den Dingen gegenüber, die halt für mich persönlich Kraft repräsentiert irgendwie so. Also wir haben was zu sagen, ganz einfach. Und wir sagen es halt auch laut. Also wir haben keine Lust, uns da zu verstecken, sondern wir sind hier, zack, wir haben eine Aufgabe, wir wollen den Leuten was mitgeben und das ist das Ding. Couchgott, frisch gekürt als bester Bandnachwuchs im Münsterland, am 14. September live zu hören und zu sehen beim Studiofest des WDR in Münster. Ja, und demnächst auch zu hören in Ihrem Bus hier im Münsterland. Merken Sie sich doch schon mal den Termin vor, 14. September, hier unser WDR-Studiofest.